So, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Part von Let's Play Mirror's Edge. Im letzten Part habe ich das Tutorial erfolgreich übersprungen und euch gespoilert. Ich denke, das stört euch nicht wirklich. Wir machen jetzt einfach mal hier direkt weiter. Und ja, es ist wieder mal mitten in der Nacht. Okay, diesmal ist es wirklich mitten in der Nacht, weil was ist mitten in der Nacht? Das ist nachts jedenfalls. Ja. Ich habe noch ein bisschen Halsschmerzen, weil ich war ein wenig krank bis erkältet, bis irgendwas dazwischen, bis irgendwas anderes und ich kriege einen Elektroschock. Habe immer noch ein bisschen Halsschmerzen, aber ich denke, das sollte gehen. Hoffe ich mal. Ja, bisher geht's. Und ja, genau. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich weiß noch nicht was, ist auch egal. Ja, ich mag das Spiel aber echt gerne, ich kletter hier gerne so rum und es kommt ja auch, habe ich das nicht schon gesagt, ich glaube ich habe schon gesagt, aber ich sage es aber trotzdem nochmal zur Sicherheit, es kommt ja auch Mirror's Edge 2, bald, das ist bald raus, es kommt nicht bald raus, aber es wurde dann angekündigt irgendwann, ich glaube es kommt 2016 raus, also kann noch ein bisschen dauern und ich falle runter, das ist auch gut. Ich liebe dieses Runterfallen, also ich hasse es eigentlich, aber ich hasse es, weil ich es liebe. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie irgendwas dazwischen und naja, wie dem auch sei. Ich finde es mittlerweile echt scheiße, dass ich keine PS4 habe, wollte ich irgendwann sagen, weil... Weil ich mir doch okay, nein, also gut. Gut, ich habe mich festgehalten, das ist gut. Ja, ist okay. Ich glaube, ich bin ein bisschen leiser, oder? Ich weiß es gerade nicht. Wie gesagt, es ist etwas spät. Es ist 2.20 Uhr morgens. Deswegen möchte ich nicht so laut reden. Ja. Du weißt, dass er als Bürgermeister kandidiert hat. Warum? Nee, ernsthaft. Ja, ich habe irgendwie Probleme mit mich irgendwo festhalten. Keine Ahnung warum. Naja, ich sollte mal auf die Uhr kurz gucken. Ach, wisst ihr was? Ich mache einfach das Kapitel zu Ende, egal wie lang der Part hinterher ist. Dann dauert es halt ein bisschen mit dem Rendern, aber passt schon. Ich mache jetzt einfach in jedem Part ein Kapitel, egal wie lange es dauert. Dann haben wir das Projekt in 10 Parts weg. Ja, vielleicht werden es bei den späteren Kapiteln doch mal in 2 Parts gecuttet, weil die späteren Abschnitte sind doch teilweise etwas länger, deswegen. Naja, und wenn ich sehr stark verkacke, dann werden auch schon frühere Kapitel 2 geteilt, weil, wie gesagt, ich spiele diesmal auf schwer, sonst habe ich immer auf normal gespielt und sogar noch ohne Fadenkreuz ein bisschen nochmal schwerer zu machen. Deswegen es könnte teilweise kleine oder große Fails geben. Naja. Und jetzt springen und halt dich fest. Danke. Danke. Warum sind die Pflanzen weiß? Alter, das erinnert mich gerade voll an hier SpongeBob, hier die Zukunft. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie SpongeBob-Witze ziehen immer. Ist echt so. Auch wenn das jetzt kein Witz war, aber... So für gewöhnlich, ne? Keine Ahnung. Die werden so oft verwendet. Von anderen Kindersendungen irgendwie nicht. Deswegen. Nee, SpongeBob ist toll. Ich guck's zwar nicht mehr, aber ist es trotzdem einfach toll. Wieso sind die alten Folgen? Und warum diskutiere ich jetzt über SpongeBob? Ich weiß es nicht. Oh yeah. Ach ja, Fahrstuhl fahren macht Spaß. Sehr viel Spaß. Und jetzt kommt die Stelle, von der ich euch gespoilert habe. Wenn ihr wisst schon. Vielleicht. Möglicherweise. Kate, was machst du denn hier? Was ist? Hast du? Nein! Erkennst du ihn nicht? Sollte ich? Das ist Robert. Robert Pope, ein Freund von Dad. Shit, der Pope.
keine Zeitung mehr. Das ist Werbung. Er wollte Bürgermeister werden. Dann hat ihn der Einbruch wohl ziemlich mitgenommen. Das habe ich auch gedacht. Aber es war seltsam. Er hat mir von dem Einbruch erzählt, mich gebeten vorbeizukommen und hat nach dir gefragt. Wirklich? Ich habe ihn mindestens 10 Jahre nicht mehr gesehen. Wie auch immer. Er war am Leben, als ich hier ankam, saß an seinem Tisch und hat geschrieben. Dann wurde alles schwarz. Als ich zu mir kam, hatte man ihn schon erschossen. Und ich bin sicher mit meiner Waffe. Da war ein Buch auf dem Tisch. Ein Tagebuch. Es war weg. Ich bin überzeugt, dass noch jemand im Gebäude war. Mein Funkgerät liegt im Wagen. Ich hatte nicht mal Zeit, das hier zu melden. Los, komm mit mir. Ich bring dich in Sicherheit. Weglaufen ist keine Lösung. Ich bin nicht wie du. Wenn ich weglaufe, sieht es aus, als wäre ich schuldig. Glaubst du, das war ein Unfall, Kate? In dieser Stadt gibt es keine Unfälle. Jemand wollte ihn loswerden und du sollst dafür bezahlen. Hilf mir, Effie. Bitte. Du hast Kontakte. An der Sache muss mehr dran sein. Er wusste was. Er wollte mir was erzählen. Ich kann mich da nicht reinziehen lassen, Kate. Du weißt, was ich tue. Na toll, ich kann nicht. Die Kopf kommen, Faith. Vielleicht solltest du dich aus dem Staub machen. Und ja, das solltest du. Komm schon. Ich versuch's, Kate. Ja. Ja, finde ich gut. Wenn das hier schlecht ausgeht, such Lieutenant Miller, meinen Vorgesetzten. Bring ihm alles, was du findest. Ich mein's ernst, Faith. Denk dran, die spielen nicht sauber. Los, verzieh dich. Jetzt geh. Und Faith. So wolltest du sie gehen, so schön ist du nur meine Zeit oder was? Komm schon, lass mich hier nicht gehen. Oh, jetzt hab ich übersprungen, das wollte ich nicht mal, verdammt. Shit! Ja, ist okay. Nee, ernsthaft. Sorry, ich hab gerade irgendwie gefühlte 5 Sekunden von der Videosequenz übersprungen, aber ich denke, das schaut euch jetzt nicht allzu sehr. Naja. Rennen wir doch einfach mal wieder weg. Und ja, das macht nämlich Spaß, glaube ich. Einigermaßen meistens. Wo muss ich nochmal hin? Das Tolle ist ja, ich habe diesmal keine lustigen roten Farben, die mir sagen, wo ich hin muss, aber na okay. Muss ich hier hin? Nee, ich muss da lang, ne? Ja, genau. Ja, wie gesagt, ich kenne die Abschnitte ja eh, also ein bisschen jedenfalls, und deswegen sollte ich das hinbekommen und lag. Gut. Ja. So, wo bin ich jetzt, die Frage? Das ist wirklich eine gute Frage, muss ich dahin? Okay. Okay. Soll mir recht sein? Ach so, ja. Oh, puh. Ich habe gerade echt kleine Lags. Aber es ist noch im Bereich des... Es geht noch halt. Also ich finde die Lüftungsschächte eh immer am besten. Es macht sehr viel Spaß, hier immer so voll spannend durchzugehen, weil es macht sehr viel Spaß halt. Weil da hat man auch sehr viele Möglichkeiten, irgendwas Spannendes zu machen. Und ich krieg sogar Schaden hier drin, ach du Scheiße. Bam. Und dann springen wir darüber. Fantastisch. Und zwar jetzt. Fein gemacht. Sogar abgerollt, ist doch echt. Perfekt. Kriege ich auch nicht immer hin. Sogar ziemlich selten wahrscheinlich. Sogar ziemlich sicher eigentlich. So, und jetzt. Oh fuck. Okay. Ja, ich glaube, ich muss einfach rüber. Ja. Ja, hätte ich nur Anschwung genommen, ne? Das wäre schon toll. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh, das war's. Okay. Ja, hätte ich Anschwung von Anfang an gehabt, dann wäre das kein Problem gewesen, aber so. Naja. Egal. Ich habe übrigens schon mal überlegt, was ich nach Mirror's Edge spielen will. Das sollte dann in 2 Wochen gut anfangen. Schätze ich mal. Und zwar wäre das wahrscheinlich Cry of Fear. Es war eine Half-Life 2 Mod. War es Half-Life 2 oder war es Half-Life 1? Es gab 2 Teile davon. Der eine war für Half-Life 1 und der andere war für Half-Life 2. Ich weiß es gerade echt nicht. Der
Nee, warte, was war denn das andere? Ich, wenn ich den anderen Namen weiß, dann weiß ich unsicher. Aber ich denke, das ist Powerpuff 2 Mod gewesen und dann jedenfalls ist jetzt ein einzelnes Spiel und jetzt kann man das gratis runterladen und ist halt so eine Art... keine Ahnung. Silent, altes Silent Hill in 3D. Irgendwie. In schlechter. Aber trotzdem. Es soll recht gut sein. Ich habe es jetzt nie gespielt und das wäre ganz lustig und so vielleicht. Möglicherweise. Hoffe ich. Denke ich. Ja. Würde ich dann möglicherweise spielen. Vielleicht auch noch was anderes. Ich könnte auch Dark Souls jetzt playen, nur dann komme ich eh nicht voran und brauche dann hunderte von Parts. Das ist jetzt nicht übertrieben, ich brauche dann wirklich hunderte von Parts, das weiß ich. Weil ich bin nicht allzu gut in Dark Souls und vor allem spiele ich mit Maus und Tastatur und nicht mit Controller. Und ja, jetzt hänge ich hier gerade ein bisschen fest, das ist auch gut. So. Darüber und... Oh fuck, ich hänge fest, danke. Und dann springe ich rüber und dann rolle ich mich über die Blumen, was überhaupt nicht wehtut natürlich. Ja, achso, ja so, genau. Und nach rechts. Ach ja, obwohl ich das Spiel vielleicht 2-3 Mal gespielt habe und das alles schon über ein Jahr mindestens her ist. Sollte es jedenfalls. Trotzdem kenne ich irgendwie die Orte noch voll gut auswendig. Finde ich gut, glaube ich. Vielleicht bin ich es auch nicht so gut. Ja, okay. Okay, jetzt mache ich. Kann ich auch nicht glauben. Es ist jetzt erstmal, wird jetzt erstmal sehr schwer für mich, das zu verkraften. Oh nein, ich dachte, die Wespen müssen mich stechen und nicht andersrum. Verdammt! Was ist hier nur los? Okay, ja. Die Fahrstühle sind übrigens die Ladevorgänge, nur falls sich jemand fragt, warum die so lange sind. Die Fahrstuhlfahrten halt. Naja. Wo bin ich jetzt nochmal? Ach ja, genau, ich erinnere mich. Ja, das Level ist aber auch nicht mehr so lange jetzt. Muss hier nochmal hin. Wo sind wir da unten? Ja, muss ich. Ja, und jetzt werde ich hier von beiden Seiten beschossen. Genau, und dann müssen wir hier lang und ich habe wieder mal sehr viel zu kommentieren. Ich bin sehr gut im Kommentieren, das merkt ihr aber schon, das habt ihr eigentlich schon längst bemerkt. Aber das ist ja nichts Neues, denke ich. Aber ja. Aber es ist natürlich, ich muss sagen, ich bin besser als German Let's Player am Anfang war. Okay, also ich habe ja damals schon mal, das war schon länger her, ich habe ja German Let's Play, mittlerweile gucke ich ihn nicht mehr so wirklich, aber früher war das eigentlich das einer meiner ersten Let's Play, die ich gucke, aber das war 2010 eigentlich. Habe ich ja schon seine Videos geguckt, habe ich auch mal das Ende von seinem Majora's Mask Let's Play, was ja sein erstes Let's Play war, geguckt. Aber ich habe mir letztens mal, einfach er hat es nämlich auch in einem seiner Videos erwähnt, und zwar, genau. Habe ich mir dann mal den Anfang von dem Let's Play angeguckt und im ersten Part hat er kein einziges Wort gesprochen. Im zweiten Part hat er dann bei 4 Minuten ungefähr gesagt, halt von wegen, ja, hier, das ist mein erstes Let's Play und so, willkommen und bla. Und hat dann im restlichen Part halt irgendwie noch 10 Wörter oder so. Irgendwie ganz verteilt über den Rest des Parts. Halt, ja, geredet, bla. Jedenfalls halt kaum gesprochen und ja, im Gegensatz dazu bin ich jetzt schon ein Profi. Naja, okay. Aber damals war das natürlich auch noch was anderes, weil damals war es halt, naja, da hat halt niemand Let's Played. Warum sei ich die ganze Zeit total sinnlos? Naja, egal, macht Spaß, denke ich. Genau, jetzt kommt, oh nein, jetzt kommt eine übelst krass dumme Stelle, wo ich so oft verrecke. Nee, ernsthaft. Weil die ist eigentlich voll einfach. Aber man kommt da irgendwie nie dran.
Zum Beispiel jetzt. Und da könnte ich jetzt noch irgendwie 5 Versuche brauchen. Das könnte wirklich passieren. Weil, keine Ahnung, das ist aber nicht nur mein Problem, da haben viele Probleme an der Stelle. Weil, also von denen, die ich Let's Plays, wo ich Let's Plays von geguckt habe oder so, die hatten auch öfters Probleme mit. Also es ist nicht nur mein Problem und danke. Hat sich sehr gelohnt. Jedenfalls, ja. Könnte sein, dass ich da jetzt noch ein paar Versuche brauche. Und dann ist der Part dann auch schon fast zu Ende. Dann kommt halt noch die Videosequenz, die wundervolle. Und warum komme ich da nicht hoch? Danke. Ja, dann hol mich hier raus. Und lass mich nicht noch dieses komische Seil da entlang sliden, obwohl es nicht funktionieren will. Danke. Und ich habe eine Videosequenz übersprungen, ohne es zu wollen, weil ich Leertaste gedrückt habe. Super. Okay. Verdammt, Merk. Irgendwas macht irgendwen nervös. Ich weiß nicht warum, aber sie sind mächtig unruhig. Hi, Sir. War schwer zu entkommen? Nee, die Cops sind einfach zu lahm. Aber sie sind ziemlich schießbüttig geworden. Im ganzen Funk ist nur noch Pope Thema. Die Cops sind heiß. Sehr heiß. Keine Ahnung, was los ist. Vielleicht stehen Vertragsverlängerungen an. Also Vorsicht da draußen, Sal. Also was soll der Aufruhr? Unsere Kleine hier hat Beweismaterial von einem Tatort entfernt. Jetzt ist jeder Cop der Stadt hinter ihr her. Ist das Beweismaterial? Ja. Es ist wohl aus einem Tagebuch. Der Rest davon war weg. Alles, was ich entziffern kann, ist Icarus oder so. Und zum Höchsten. Icarus. War das nicht dieser Grieche? Genau. Sein Vater hat im Flügel aus Federn und Wachs gemacht. Dann ist der Kleine zu nah an die Sonne geflogen. Und keine Flügel mehr und kein Icarus mehr. Wenn irgendjemand was gehört hat, dann er, das weißt du, Faye. Ja. Ich weiß, er ist kein Runner mehr. Aber er hat Kontakte. Irgendwann begegnet ihr euch. Wollen wir wetten? Wer? Jackknife. Okay. Also los. Machen wir doch mal also los, aber erst im nächsten Part. Ach, das war so unerwartet. Ich kann euch nicht mehr spoilern. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Ach doch, warte mal, kommt nicht jetzt die U-Bahn? Kommt jetzt ernsthaft die U-Bahn? Ich weiß es gerade echt nicht. Weil wenn jetzt die U-Bahn kommt, dann hat das für euch nichts zu bedeuten, für mich auch nicht, aber dann muss ich jemanden auslachen. Aber das ist nicht euer Problem. Ich bin mir aber gerade nicht mal sicher, deswegen. Naja. Wie gesagt, bis zum nächsten Part. Bis dahin. Ciao.